Lhasa Apso, Hunderasse, die 7 wichtigsten Fakten. Hallo und herzlich willkommen bei Hunde Fantastisch. Heute dreht sich alles um den Lhasa Apso. Ich habe für dich die wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Lhasa Apso vor. Ursprung und Geschichte. Die Anfänge in den Klöstern Tibets. Der Lhasa Apso hat seine Wurzeln in den buddhistischen Klöstern des Hochlands von Tibet. Schon vor über 2000 Jahren züchteten die Mönche kleine, langhaarige Hunde, die dem Löwen Buddha nachempfunden waren. Die Lhasa Apsos galten als Glücksbringer und wurden als Wiedergeburt verstorbener Mönche verehrt. Sie durften die Klöster nicht verlassen und wurden wie ein Schatz gehütet. Manchmal schenkten die Mönche Lhasa Apsos aber auch als große Ehre an weltliche Herrscher. So gelangten die ersten Lhasa Apsos an den chinesischen Kaiserhof nach Peking. In China wurden sie Shih Tzu Ku genannt, Hund aus Tibet kommend. Tibet stand lange unter chinesischer Vorherrschaft. Erst im 20. Jahrhundert wurde die Rasse durch englische Adlige nach Europa gebracht. 1932 kamen Lhasa Apsos sogar als Geschenk des Dalai Lama nach England. Dort begann die moderne Rassehundezucht mit einem ersten Rassestandard 1934. Heute gibt es weltweit Züchter und Liebhaber der Rasse. In Deutschland werden pro Jahr 50 bis 130 Lhasa Apso-Welpen registriert. Die meisten stammen von professionellen Züchtern, die einem Rasseclub angeschlossen sind. So wird die Reinheit der Rasse bewahrt. Kommen wir zum Aussehen. Das auffälligste Merkmal des Lhasa Apso ist sein langes, seidiges Fell. Es bildet eine üppige Mähne um Kopf und Hals, die an einen Löwen erinnern soll. Die Pflege dieser Pracht erfordert regelmäßiges Bürsten. Für gute Sicht sollte das Haar im Gesicht getrimmt werden. Viele Lhasa Apsos werden aber zu sehr vermenschlicht und haben extremes Haarwachstum, das ihre Bewegung behindert. Lhasa Apso gibt es in den Farben Schwarz, Gold, Sand, Honig, Dunkelgrizzle und Braun, teils mit weißen Abzeichen. Beliebt sind auch goldschwarze oder honigschwarze Exemplare. Die Nase ist immer schwarz. Welpen kommen oft hell zur Welt und dunkeln später nach. Der Lhasa Apso hat einen quadratischen, kompakten Körperbau. Rüden erreichen eine Widerristhöhe von 25 bis 28 cm, Hündinnen von 23 bis 25 cm. Das Gewicht dieser kleinen Hunde beträgt ca. 5 bis 7 Kilogramm. Die Ohren sind lang und seidig behaart, die Rute wird über dem Rücken getragen. Weiter geht's mit dem Wesen des Lhasa Apso. Der Lhasa Apso erscheint auf den ersten Blick kuschelig und verschmust. Tatsächlich birgt sich in ihm aber eine starke Persönlichkeit mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein. Der Lhasa Apso bindet sich eng an seine Familie, lässt sich aber nicht blindlings unterordnen. Fremden gegenüber tritt er eher reserviert und distanziert auf. Für seine Familie ist der Lhasa Apso aber ein temperamentvoller, fröhlicher Begleiter. Er spürt feinfühlig ihre Stimmung und möchte immer dabei sein. Lhasa Apsos sind äußerst schlau, clever und wissbegierig. Sie merken sich aber auch jeden Fehler in der Erziehung. Ohne konsequente Führung nutzen sie das weidlich aus. Harte Methoden lehnen sie allerdings ab. Trotz ihres Temperaments sind Lhasa Apsos in der Wohnung ruhige, entspannte Hunde. Sie lieben ihre Familie und genießen die Nähe der Menschen.
draußen zeigen sie sich dann von ihrer aktiven Seite. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sieht's mit der Erziehung des Laser-Apso aus? In der Erziehung besticht der Laser-Apso durch eine hohe Lernfähigkeit. Er ist sehr aufmerksam und möchte seinem Halter gefallen. Dabei prägt er sich aber auch jeden Fehler ein. Daher erfordert die Erziehung dieses eigenwilligen Hundes viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Der Halter muss immer konsequent bleiben, denn der Laser-Apso nutzt jeden Verstoß zu seinen Gunsten aus. Harte Erziehungsmaßnahmen und Strafen lehnt diese sensible Rasse ab. Stattdessen lernt der schlaue Hund durch positive Verstärkung wie Lob, Leckerlis oder Spiel. Schon Welpen sollten an eine gute Grundausbildung in einer Hundeschule gewöhnt werden. Spiel mit anderen Hunden sorgt für eine gute Sozialisierung. Gute Kenntnisse über die Rasse sind für die Erziehung sehr von Vorteil. Laser-Apso, seine Gesundheit und typische Krankheiten. Der Laser-Apso ist von Natur aus wetterhart und robust. In seinem tibetischen Ursprungsgebiet trotzte er problemlos eisigen Wintern und großer Höhe. Sein dichter Pelz schützt optimal vor Kälte. Bei guter Pflege und artgerechter Haltung können Laser-Apsos ein hohes Alter von über 15 Jahren erreichen. Regelmäßige Tierarztbesuche sind trotzdem ratsam, um Probleme früh zu erkennen. Allerdings neigen stark verzüchtete Vertreter mit sehr kurzer Schnauze zu verengten Atemwegen und damit Atemproblemen. Hier muss schon beim Welpenkauf auf eine gesunde Kopfform geachtet werden. Gelegentlich treten erblich bedingt auch Kniegelenks- und Augenprobleme auf. Gute Züchter testen ihre Hunde vor der Zucht auf Erbkrankheiten. Laser-Apso und die Pflege. Die Pflege des langen, seidigen Felles ist bei Laser-Apsos unerlässlich. Mindestens zweimal pro Woche muss das Fell gründlich durchgebürstet werden. Es neigt zu Verfilzungen, besonders um Hals und Ohren. Für eine gute Sicht und Bewegungsfreiheit sollten die behaarten Gesichtspartien regelmäßig getrimmt werden. So können Augenentzündungen vermieden werden. Laser-Apsos haaren das ganze Jahr über etwas, aber im Frühjahr und Herbst kommt es zu starkem Fellwechsel. Bürste und Fellschneider sind dann besonders gefragt. Zum Waschen sollte der Hund nur bei Bedarf gebadet werden, da das intensive Bürsten meist für eine gute Reinigung sorgt. Das Bad trocknet das Fell stark aus. Bewegung und Beschäftigung. Viel Aktivität gefragt. Als ehemalige Wachhunde sind Laser-Apsos sehr bewegungsfreudig und aktiv. Sie brauchen jeden Tag lange Spaziergänge. Schlechtes Wetter ist kein Grund, drinnen zu bleiben. Neben Auslauf benötigt der schlaue Hund auch geistige Stimulation durch Spiel und Beschäftigung. Simples Ballspiel reicht ihm nicht. Stattdessen sollte das Köpfchen mit Suchspielen etc. gefordert werden. Laser-Apsos machen gerne überall mit. Sie sind ideale Wandersleute und Alltagsbegleiter. Ihr größtes Glück ist die gemeinsame Zeit mit dem Menschen. Wettkämpfe im Hundesport liegen ihnen aber nicht. Kommen wir zum Fazit. Der Laser-Apso ist eine uralte Hunderasse aus Tibet, die als Glücksbringer in Klöstern gehütet wurde. Sein imposantes Äußeres mit der Löwenmähne verzaubert sofort. Doch seine Erziehung will gelernt sein. Geduldige Halter werden mit einem cleveren Gefährten belohnt, der seine Familie bedingungslos liebt. Der Laser-Apso
bringt tibetischen Esprit ins Haus und bleibt ein Leben lang ein treuer Wegbegleiter.